Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Gleich, ganz am Anfang. Ich möchte niemanden hinters Licht führen oder ähnliches, deswegen habe ich auch nichts gemacht mit dem Titel oder mit dem Thumbnail, irgendwas Clickbaitiges. Wenn ihr euch nur für American Football interessiert und nur deswegen auf dem Kanal hier seid, dann würde ich vermutlich an eurer Stelle wegklicken. Denn bei diesem Video geht es 0% um American Football, sondern um YouTube-Kultur. Und mit Kultur meine ich jetzt nicht, ha, YouTube ist so kultiviert, seht euch an, was es ist. Ich meine, es geht um die generelle Subkultur, was bei YouTube so passiert. Und heute, wie gesagt, ihr werdet es am Titel und am Thumbnail gesehen haben, um eine spezielle Sache. Also wenn ihr nur für Football hier seid, dann tut's mir leid, deswegen habe ich das Video auch nicht alleine an einem Tag hochgeladen, sondern noch mit was anderem, was mit Football was zu tun hat. Wenn ihr das verpasst habt, das kam vorhin. Wie gesagt, wenn euch nur für Football interessiert, dann ist das Video vermutlich nichts für euch. Versteht mich nicht falsch, es ist trotzdem interessant und wenn ihr es angucken möchtet, dann könnt ihr es auch gerne angucken, aber erwartet einfach an keiner Stelle irgendwas mit Football. Ich liebe YouTube sehr, bevor ich angefangen habe, danach, generell, ich benutze es selber extrem viel. Ich gucke viel mehr Videos auf YouTube als alle anderen Videoplattformen zusammen. Also mehr YouTube als zum Beispiel Netflix und Fernsehen zusammen oder sowas. Mit Abstand. Also das meiste, was ich gucke, ist wirklich YouTube. Und dann aber ganz viele verschiedene Sachen. Sport, Comedy, generell Nachrichten, alles ist bei mir die primäre Quelle oder fast bei allem die primäre Quelle YouTube. Natürlich nur bei allem, was ich gucke, versteht mich nicht falsch, wenn ich irgendwas nachlese, dann suche ich mir da keine YouTube-Quellen, dann habe ich immer noch meine anderen Seiten. Aber ihr versteht, was ich meine. Und jetzt am Wochenende, an diesem Samstag, wird vermutlich das größte YouTube-Event aller Zeiten stattfinden. Ich sag vermutlich, weil ich das natürlich nicht so gut beurteilen kann. Ich habe keine Maßnahmen, das zu ermitteln wirklich. Und es gibt in Asien, gerade in Ostasien, so eine extreme YouTube-Subkultur von asiatischen Ländern, womit ich überhaupt nichts zu tun habe. Allein schon wegen der Sprachbarriere natürlich, die auch mit Amerika nicht wirklich was am Hut haben. Und wenn es da was Größeres gegeben hätte, das hätte ich nicht wirklich mitgekriegt. Aber zumindest für unseren Kulturkreis ist es definitiv das größte YouTube-Event. Und es wird als das größte YouTube-Event angekündigt. Und gleichzeitig ist es das größte, und da bin ich mir sicher, White-Collar-Boxing-Event in der Geschichte der Welt. Ich habe Anfang des Jahres schon mal ein Video gemacht, was so ähnlich ist. Damals waren viele von euch vermutlich noch nicht da. Und das Ganze hat sich nochmal deutlich weiterentwickelt. Es gibt für die verschiedenen Länder verschiedene YouTube-Kreise sozusagen, mit denen man sich beschäftigen kann. Aber natürlich im englischsprachigen Raum überlappt das alles ein bisschen. Also na klar gibt es deine britischen YouTuber und die Ami-YouTuber, aber natürlich überlappen die ein bisschen, einfach weil sie alle die gleiche Sprache sprechen. Ist irgendwo logisch. Und ich bin immer ein bisschen mehr bei der britischen Seite und gucken da ein bisschen rein. Wer die Sidemen kennt, da gucke ich ganz gerne was. KSI, wie gesagt, wem der Name was sagt, der weiß, was ich meine. Und auf der Ami-Seite habe ich nicht so viel am Hut, aber man guckt natürlich auch ab und zu ein bisschen was. Kurze Vorstellung der Charaktere. KSI, einer der größten britischen YouTuber. Einer, der es auch schon mit am allerlängsten macht, kam damals hoch über FIFA-Videos und generell Comedy. Hat jetzt inzwischen extrem viel gemacht, über Musik mit Rap, Hip-Hop. Auf Filme gekommen, also auch schon eigene Filme produziert. Jetzt zusammen mit den Sidemen eine YouTube Red Show und sowas. Also ein absoluter YouTube OG. Auf der anderen Seite hat man mit Logan Paul jemanden, der relativ neu auf YouTube ist und trotzdem schon, ich glaube, 17 Millionen Abonnenten hat oder sowas. Sein kleiner Bruder ist auch auf YouTube, Jake Paul. Wem die beiden irgendwie was sagen, die jetzt aber denken, hey, ich habe die noch nie gesehen auf YouTube, ihr kennt die vermutlich von Vine. Ja, wisst ihr noch Vine, diese lustige App mit 7-Sekunden-Videos? Ja, als Vine kaputt gegangen ist, beziehungsweise ausgeschaltet wurde von Twitter, abgesetzt, wie auch immer, sind die ganzen Viner auf andere Social Media Plattformen gegangen. Viele auf Instagram, ein paar auf YouTube. Und ich muss sagen, ich bin kein großer Fan davon, von dem Content von den meisten, weil bei den meisten Leuten man einfach merkt, dass dieses 7-Sekunden-Ding ihr Ding war. Aber mit 7 Sekunden wirst du nicht wirklich groß auf YouTube. Deswegen strecken die ihren 7-Sekunden-Content auf 10 Minuten. Lele Pons zum Beispiel ist da ein ganz tolles Beispiel, die absolut furchtbaren Content hat. Das meiste richtet sich natürlich auch an eine jüngere Zielgruppe und nicht an mich, das verstehe ich schon, aber können wir nicht einfach
Wein wieder haben und die zurückschicken? Jedenfalls Logan Paul, eine der größten amerikanischen YouTube-Sensationen, möchte ich ihn jetzt mal nennen, weil es wirklich auch verdammt schnell ging mit seinem Aufstieg. Typischer Vlogging-Channel, viel, wie gesagt, für eher kleinere Kinder gemacht, obwohl er das natürlich abstreitet, aber hey, Zahlen auf YouTube sind alles kleine Kinder. Dann Anfang des Jahres, ich glaube im Januar oder im Februar, gab es einen großen Skandal mit Logan Paul, im Zuge dessen ihr vermutlich auch seinen Namen schon mal gehört haben werdet. Er ist nach Japan geflogen und ist in den Suicide Forest gegangen, also in den Suizidwald. Und oh Wunder, er hat jemanden gefunden, der sich leider in diesem Wald das Leben genommen hat, der sich aufgehängt hat. Und statt das zu machen, was normale Leute machen, Polizei rufen, aufhören zu filmen, was auch immer, hat er es gefilmt, hat es veröffentlicht und hat so ein bisschen, ich will nicht sagen seine Witze mitgemacht, aber das Video war nicht ansatzweise so ernst, wie es hätte sein sollen. Mal abgesehen davon, dass es überhaupt gar nicht erst ein Video hätte sein sollen. Ich habe damals überlegt, ob ich ein Video dazu mache, aber wirklich buchstäblich jeder auf YouTube und sein Hund hat ein Video dazu gemacht. Und das hat sich ein bisschen gezwungen angefühlt, wollte ich nicht machen. Dann, mein erstes Video hat sich damit befasst, KSI hatte einen Boxkampf gegen einen anderen britischen YouTuber, mit dem er tatsächlich auch persönlichen Beef hatte. Ein paar Leute haben das bezweifelt, aber jetzt an der ganzen Weise, wie danach damit umgegangen wird, ist es schon relativ deutlich, die können und konnten sich wirklich nicht leiden. Kampf war, KSI hat gewonnen, hat danach Logan Paul bzw. Jack Paul herausgefordert. Und ich will euch gar nicht mit den ganzen Einzelheiten nerven, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Am Samstag in Manchester, in der richtigen Boxing-Arena und ihr wisst nicht, was das für eine Größe hat. Es wird auf YouTube live gestreamt, der Stream ist leider Pay-to-View. Das heißt, ihr müsst halt was bezahlen, um diesen Stream euch angucken zu können. Wer sich dafür interessiert, ihr könnt es mir in den Kommentaren sagen, dann gebe ich euch einen Link. Oder vielleicht packe ich den auch einfach in die Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse oder so. Ich glaube, es sind 6 Euro, irgendwas in dem Dreh. Und es ist natürlich nicht nur der eine Kampf. Die haben, wie gesagt, beide, KSI und Logan Paul, jüngere Brüder. Die kämpfen davor gegeneinander im Hauptkampf. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Kämpfe über den Abend verteilt. Alle irgendwie von YouTubern. Zurzeit nimmt das Ganze auch schon richtig Fahrt auf. Beziehungsweise, logischerweise, es ist am Samstag. Also es ist direkt vor der Tür quasi, das Event. Wir haben die guten alten Diss-Tracks wieder. Und im Gegensatz zu der Diss-Track-Zeit, die es vor einem Jahr ungefähr gab, sind jetzt die auch tatsächlich richtig gut. No, I'm coming when you hear that bell. I'm on point every day, every way, no delay. Ending on the day, on the line. I got no time for the people saying better than their lives. Only looking for a better life fix. Das war ein kleiner Ausschnitt vom KSI-Musikvideo. Ich pack's euch auch in die Beschreibung, wenn ich's nicht vergesse. Das ist so unglaublich high production. Das ist so gut produziert, dieses Musikvideo. Das ist besser als manche Film- und Fernsehproduktionen. Dann auf der anderen Seite haben wir natürlich von Logan Paul die Erwiderung darauf. Die ist nicht ganz so gut produziert, ich mag den Beat ein bisschen mehr und einfach als Lied würde ich es mir eher anhören, einfach wegen des Beats. I'm wondering how you still like YouTube. I'm just waiting for that. Me too. Wie gesagt, das ist eine ganz klassische 0815 Musikvideoproduktion, aber immer noch eine verdammt gute Musikvideoproduktion. Also auf einem, selbst das ist auf einem höheren Level als jetzt Worldstar Hip Hop oder sowas. Ich werde gar nicht allzu viel über den Boxkampf an sich reden. Wenn ihr wollt, kann ich das im Nachhinein noch machen oder wenn ich ganz schnell bin und ihr das wollt, vielleicht vorher noch, wenn ihr quasi mehr Informationen über den kämpferischen Aspekt an sich haben wollt. Ich feiere Boxen, ich guck mir gerne Boxen an, mir macht Spaß. Sondern mir geht es mehr darum, dass es Meilenstein für YouTube ist. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe den Stream mir besorgt. Ich werde also definitiv live streamen. Ich bin relativ klar für KSI. Ich mag einfach die Pause nicht. Wie gesagt, das ist auch alles gerichtet an eine jüngere Zielgruppe. Und sehr auf Merch-Verkauf ausgerichtet. Und ich sag's mal ein bisschen blunt. Einfach alles auf Ausbeutung von Kindern gestaltet. Alle 2 Wochen neues Merch, damit Kinder dann zu ihren Eltern gehen und sagen, oh, Jan, kauf uns das, kauf uns das, kauf uns das. Und echt sehr, sehr juvenile Witze und was weiß ich. Deswegen bin ich schon doch eher auf der KSI-Seite ziemlich deutlich. Insgesamt hoffe ich einfach, dass ich einen guten Abend haben werde bei dem Stream. Ich hoffe, es interessiert ein paar von euch. Ich hoffe, ein, zwei Leuten von euch, die es vorher noch nicht kannten, denen es gar nichts gesagt hat, habe ich jetzt ein bisschen den Mund wässrig geredet und ihr habt auch Bock drauf. Insgesamt, wenn ihr wollt, dass ich mehr Videos so zu der YouTube-Szene, in der ich ein bisschen mehr drin bin, vom Gucken mache. Deutschland habe ich leider nicht so den Durchblick. Da werden viele von euch einen besseren Überblick haben, wen es gibt und was da so passiert. Aber wenn ihr wollt, dass ich mehr Videos mache,
generell zu YouTube-Events oder Sachen, die auf YouTube passieren, die für YouTube wichtig sind. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Würde ich gerne machen. Aber wenn ihr alle sagt, ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten, JD, bleib bei deinem Football, dann ist mir das auch recht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu seid, nichts verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.